Nein? Nö. Ich über ein bisschen. 8 Millionen in Deutschland können nicht richtig Japanisch lesen. Das wundert mich nicht. Tun Sie was dagegen. Lernen Sie Japanisch. Oh! In Düsseldorf. Oh! Oh, oh, oh. Ja. Und wie er noch symbolisch die Treppe raufläuft. Du bist nicht zufällig der berühmte Super Mario. Nein, ich bin der mäßig berühmte Super Mario. Nee, ich bin der berühmte Mega Mario. Bruder von Mega Man. Der alles in Grund und Boden stampft, was sich ihm in den Weg stellt. Hii, nicht auf mir rumstampfen. Ich gebe dir auch den Schlüssel, wenn du mich verschonst. Hier, bitte. So. Yeah, Alter. Du hast einen geheimen Schlüssel zu Prinzessin Peachs Geheimschublade im Geheimzimmer erhalten. Ja, aber Moment, das war kein glänzendes, oder? Nee, eben nicht. Das ist ja nur so ein sehr leicht roséfarben aus. Mhm. Silbernen Punkt, den hast du ja auch ganz Blitzer drumherum. Trotzdem gehe ich mal in das Zimmer. Ich bin der berühmte Milchmann. Der berühmte Milchmann? Mario ist der berühmte Klempner. Ja. Der aus den Filmen. Er hat jeden Klempner gespielt in jedem Film. Was? Da ist nicht irgendein Song von Jochscast drüber. Milkman. Ein Freund hat gesagt, ich soll hier mal reinschauen. Oh Gott, hat schlechte Idee. Tipp gegeben? Oh, doch nicht. Also ich habe den Schlüssel auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht, was? Okay, Sapi war es, sie hat es nicht gesagt. Was? Nicht was. Ich hab einen anderen Freund hier eingeladen, aber nicht ihn. Ich weiß, ich bin doch da. Okay, hier draußen ist echt nichts, wenn man als Mario spielt. Na, dann klapper ich wenigstens noch die zwei anderen Sterne ab und dann. Aber einen davon haben wir ja in dieser Aufnahme schon gekriegt, also müsste ich nur einen Stern abklappern. Da ist schon wieder das Häschen, das will ich aber nicht. Ich will lieber einen Tod. Wenn man es von fettem Hintern hat er gesagt. Habt ihr ein Problem mit fetten Hintern? Er hat wen? Oh oh. Oh? Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir das letzte Häschen haben. Es gibt hier Gerüchteküche hier. Was für Gerüchte werden denn hier so gekocht? Gerücheküche? Das ist nur Gericht. Ja, folgen Sie dem Prozess. Schmecken hier Schweinsbrust. Also, ich vor Gericht. Ich habe es eigentlich genug Zuschauer, um so eine authentische Lache hinzubekommen, wenn Ruhe sein soll. Ich weiß, was du meinst. Genau, das müssten wir doch mal machen. Eine Gruppenaufnahme. Alle rufen im Chor so Flammenwerk. Oh, wenn wir das jetzt hätten, ja. Nächstes Mal, wenn ich einen Stream mache, dann... Ach ja, lieber gleich schon mal schreiben. Habt ihr denn auch alle Skype? Brav und fleißig und... Weil wenn ich überlege mir, vielleicht mache ich da mal, nehme ich da mal einen zweiten Skype-Account und dann kommen da mal alle rein und dann werden solche schönen Sachen aufgenommen. Wobei, das klingt natürlich blöd, wenn die nicht richtig im Chor schreien, sondern alle eigentlich nah an ihren Mikros sind. Und dann auch noch an verschiedenen guten Mikros. Jetzt, aber welchen Stern habe ich denn dann noch nicht gehabt? Ich meine, ich gehe gerade im Kopf durch, was wir alles hatten. Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach mal die gesamten Aufnahmen durchgucken. Oh Gott. Ja, aber ich kann das noch schneller machen als so manch anderer. Hier bitte Soap-Lacher einfügen. Sitcom-Lacher. Die Seifenlache. 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 Oh nein, 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 du bist mein, du. Das ist der Schnellste, muss aber aufpassen. Nein, ist er nicht. Aber die hat doch gesagt, der ist der Schnellste. Der kann nicht mal der Schnellste. Lotti Karotti, das ist total verrückte Haarenrennen. Warte! Nee, warte! Mich kann man nicht essen. Wirklich, wirklich nicht. Ich bin sicher, meine jüngeren Brüder schmecken viel besser. Wirklich, ja, wenn dein Magen knurrt. Wenn es leckt, einfach aktualisieren. Ja, wenn es leckt, dann einfach zurücklecken. Yoshi leckt ja auch schon die ganze Zeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss? Wer? Was? Sabi. Du gehst? Ja, ich muss gehen. Ich will wir haben genug vom Haaren ablecken. Ja, jetzt wo wir den Stern bekommen. Hast du den Stern bekommen? Ja. Noch nicht. Du kriegst ja nur eine Tür geöffnet. Ich krieg eine Tür geöffnet. Stern hinter. Er ist noch Ersatz, wo ist T4? Boop. Was, ein Vase? Eine Vase, ein Vase? Ah, was ist drin? Ein Stern.
Wirklich? Ja, aber jetzt fehlt mir immer noch einer, bevor ich in das letzte Bowser-Level möchte. Ja, das müssen wir alle abgehen. Das ist ein spielbarer Charakter. Das ist doch... Ich guck auch mal, was noch Sinn ergibt. Na Moment, ich switch dann mal um auf einen der anderen Charaktere. Wie wär's denn mit Mario? Um erstmal zu sehen... Mein Super Mario und die Super Yoshi. In der gleichen Welt ist ein schwarzer Block, zerschlage ihn und hol dir den Stern. Gegenüber ist großes Regenbogen da so rein. Das hab ich doch, oder? Und mit dem schwarzen Block auch? Ach stimmt, du hast ja zwei da drin gemacht, stimmt. Ja. Also das kann schon mal auch nicht sein. Ach, der schon wieder. Da ist ein Häschen gewesen, aha. Aber hier war ich auch schon drin, ne? Und hab mir den Stern geholt. Ah, nicht da. Auf der anderen Seite. Aber das ist auch passiert beim letzten Mal, ne? Trotzdem, ich versuch's einfach nochmal. Ob da was drin ist? Bin ja, aber... Aquarium. Das ist eigentlich bloß... Das hatte ich schon. Mhm. Wir gehen hier nochmal alles ab, weil... Es muss ja... Irgendwo muss es sein. Wir machen nochmal eine Zusatzrunde. Ja. Für alle, die das echt noch wollen. Oh mein Gott. Also naja, keiner. Wer 3 bis 4 Folgen mit Kinect machen kann, kann auch das machen. wer 3 bis 4 Folgen mit Kinect überstehen kann, kann auch das überstehen. Ja. Okay, hier unten lang. Kein Ding. Ich weiß noch gar nicht, worum es geht, weil sie den Einzelnen nicht gesehen haben. Eventuell. Ja, stimmt. Ich habe mit Kinect gespielt. Das ist eigentlich die nächste Folge, die davon hochkommt. Hat nicht funktioniert. Also freut hat schon funktioniert. Mal drauf. Es war sehr unterhaltsam, freut euch schon mal drauf. Es hat wohl funktioniert. Ich habe damit 3 Sterne bekommen. Und einen Bowser platt gemacht. Ja, eigentlich schon längst erledigt war, aber... Auch und 2 Bowser nicht platt gemacht. Deswegen ja auch die Stange da hinten im Hintergrund. Da konntest du die schneller drehen. Na. Lasst uns ein Spiel spielen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Köstritzer Schwarzbier. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Köstritzer Schwarzbier und ein Stylus. Er hat eigentlich schlecht gesagt, aber wollte unsere Biermarke mal. Okay. Ich habe gesagt, ein Köstritzer Schwarzbier und ein... Ah, mein Stylus. Also ein Stylus, so. Was ich? Okay, dann packe ich mein Köfferchen, nehme mit ein Köstritzer Schweißbier. Was war das nächste? Ein Köstritzer Schwarzbier, Stylus und ein Erdinger Schweißbier. So. Okay, dann sag nicht, dass das als nächstes kommt. Also ich packe mein Koffer, nehme mit ein Köstritzer Schwarzbier, mein Stylus, ein Erdinger Schweißbier und Inspektor Bauschuh. Okay, also, dann bin ich wohl wieder. Jetzt in der Mangelung einer weiteren Person. Achso. Ja, das ist ja unfair, dann kann man ja in den Chat gucken. Man muss sich nicht so viel merken. Aber will ich da schon rein? Ich will da eigentlich nicht rein, weil da fehlt mir noch ein Stern für. Aber ich will nicht rein. Also, wer heißt das jetzt? Ich bin wieder dran? Fritzler Schweißbier. Was für ein Ding? Das ist so die Assi-Variante, wenn man so nicht kein Geld hat, dann muss man sich das kaufen. Fritzler Schweißbier jetzt auch noch mit richtig oh, nee. Moment, ich guck nochmal die Sterne durch. Also, was wäre denn sinnvoll? Also, die beiden von Goombos hatten wir. Ne? Ja. Mhm. Also, bei Goombos kann ich mich auch noch an einen erinnern. Also, erstmal den mit den roten Münzen, das hat ja wieder ewig gedauert. So, der andere Stern, den hatten wir mal ganz nebenbei schnell, während jemand im Chat was gepostet hat, wofür ich ihn geblockt habe. Das. Boah, das hab ich jetzt nicht mitbekommen. Naja, das waren ganz böse Ausdrücke, die da gefallen sind. So, Moment, also wir waren auch bei Sunshine Isles, also bei diesem Mario Sunshine Ding. So, und bei dem Slide mit der Prinzessin, da hatten wir auch alles. So, das Aquarium hatten wir gerade eben, da waren wir eh schon. Castle Courtyard, ich probier's da nochmal. Ich finde ja meine Komplettlösung sehr schön, da hat jemand geschrieben Touchscreen, also nicht Touchscreen, sondern Touchscreen. Ja. Ja, das sagen viele Leute, also ich kenne auch welche, die Touchscreen sagen. Oder Bluetooth. Boah. Das sind dann meistens die gleichen. T-Nager. Aber weiß doch jeder, dass es Bluetooth heißt. Ah. So, ich probiere das nochmal hier, die Boost ab wegzuhauen mit den roten Münzen, aber ich glaube, das is it nicht. Also, wenn du das noch nicht gemacht hast. Tschu. Ja, das wäre ein Ding. Ich glaube, das habe ich gemacht. Aber ich muss jetzt erstmal auch Boost finden. Blues Boost. Ja, das Ding ist wahrscheinlich, dass die roten Münzen schon weg sind, weil du die schon gemacht hast. Ja, das kann natürlich sein. Ja, und in dem geheimen Ding war ich aber auch schon drin. In dem geheimen Ding? In dem geheimen Ding, ja. Ich sollte aufhören, als meine The Lüge Secret to Everyone. Ich schreie auch immer, wenn ich angefasst werde. Was? Es ist immer so schön für die Leute, die dann später die YouTube-Person nochmal richtig sehen und keine Ahnung haben, dass das eigentlich mit dem Chat geschrieben wird. Die fragen sich dann, was ich damit meine. Ja, ich frag mich das nämlich auch gerade. So, okay, hier ist definitiv nichts. Hua! Ja, also hier ist das Problem ist, wir sind blau, aber nicht schlau. Ja, da hast du aber vollkommen recht. Ja, wir haben einfach zu viel Kotzritzer Schweißbier getrunken. Kotzritzer. Okay, also Castle Courtyard ist auch nicht mehr. Goombos hatte ich gerade gesagt. Big Boo. Aber das hatten wir auch. Wir hatten die roten Münzen.
Ja, da hatten wir noch nachträglich geholt mit Wario. Oder? Ja. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du alles, was mit Wario gemacht werden soll, schon gemacht hast. Ja, eben. Stern 10, Secret Battle 4, head into the basement and chase after the big boot. Get into your courtyard behind the castle. To the right, along the wall is a set of 3 red brick blocks. Und ich weiß, da war ich drin. Ich kann mich sogar an das Level erinnern. Ich finde gerade sehr schön, wie die Wand übrigens abspackt links. Ja, schön, ne? So, okay, Bowser in der dunklen Welt. Eigentlich, da hatte ich auch alles, ne? Da hatte ich doch auch die roten Münzen gesammelt, oder nicht? Soll ich da nochmal gucken? Es sind so viele Sachen mit roten Münzen, vielleicht hast du echt was übersehen davon. Aber ich meine, beim zweiten Bowser hatte ich die definitiv, die roten Münzen. Ja, da hast du ja auch ein bisschen dran gehangen, also wie hast du? Ja, also die habe ich. Die habe ich auch zu Ende gemacht und ich hatte diesen anderen Stern geholt, so. Hier. Hole was zu trinken, Moment bitte. Ja, ich denke, bis dahin haben wir noch nichts. Huchi! Du meinst, ich sollte mal mit der Blume fliegen und nicht runterfallen. Ja, aber ich bin der Meinung, ich habe den wirklich gehabt. Oder ich habe ihn tatsächlich vergessen, den Stern dann zu nehmen. Wenn du wirklich 10 Folgen machst, bei denen du nichts weiter tust, als zu gucken, wo du hinfährst. Ist ja auch schlimm, weil ich nur einen einzigen blöden Stern vergessen habe. Oder noch nicht habe, so. Deswegen hat der Typ immer gedacht, dass er eine Gewürze sprechen kann. Was? Ja, da bei Blauen Schlau, da gab es doch so einen Pfeffer- und Salz, der reden konnte. Ja, der war blau. Und der Briefkasten konnte er aussprechen. Und der hat immer einen Brief gegeben. Ja. Und wenn er den Brief aufgemacht hat, dann waren auf einmal wie mit Magie dann Leute drin. Ja. Oder dass überall blaue Fotoabdrücke sind. Ja, das war schon eine Serie, da war jemand definitiv auf wahrscheinlich sogar mehr als nur Alkohol. Ich weiß, der Kottritter schweißt hier. Das ist gut. Was? Der Kottritter schweißt hier. Oh Mann. Ja, jetzt bräuchten wir Mark dafür. Wir bräuchten auch eine Hinweismünze, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, eigentlich. Das würde jetzt echt passen. Boah, das war ein Sprung ins Gelbe. Layton ist im Moment leider noch vergoldet, der kann uns nicht weiterhelfen. Oh, stimmt, der ist noch nicht aufgetaut, ne? Wird er es auch jemals sein? Vielleicht bleibt Layton ja tot. Also ist aufgetaut, wenn man entgoldet wird, aber gut, da fällt jetzt auch kein besseres Wort ein. Entgoldet? Da fällt mir kein besseres Wort ein, nochmal entgoldet. Das ist vergoldetes Eis. Magnum Goldeis. Ja, warum nicht? Schupp. Auch wenn das Gold eigentlich nur Karamell ist. Ja. Schwupp. Naja, oder hatte ich den hier echt noch nicht, den... Wie heilen die Münzen Mario eigentlich? Na, er geht damit zum Krankenhaus, also Bezahlung, aber das sieht man nicht. Der Prozess geht ganz schnell. Nein. Das ist die Gier. Eine Gieranzeige. Eine Gieranzeige? Achso, wie viel Gier du hast. Nein, er spritzt nicht wie bei South Park das Geld einfach in die Venen und dann heilt das eben so von innen. So, ich würde sagen, also jetzt müsste ich ja theoretisch nur noch eine Münze kriegen und dann werden wir sehen, was das Ergebnis der ganzen Sache ist. Also im Grunde machst du das doch einfach nur, damit du zeigen kannst, wie viel du in der Zeit gelernt hast. Oh, ich kann die alten Level jetzt so viel schneller. Ich glaube eher nicht. Okay, ich muss da runter, oder? Oh, ich bleib hier sogar stehen, schön. Und? Nein, das war's nicht. Okay. Schade. Eigentlich genau so, ja genau, dann kannst du rausgehen einfach. Und tschüss. Ja, aber wo ist denn dann noch? Ich meine, ich bekomme von den Gegnern AIDS. Also ich weiß, den anderen, den hatte ich definitiv, oder? Ja. Nein, war ja bloß ein Vergleich, der bekommt keinen. Nee, ich meine, hä? Nee, ich rede gar nicht mit dem Chat. Okay, und Bowser im Feuersee? Auch. Da hatte ich definitiv beide Sachen. Chief Chili Challenge, Blablabla, da hatte ich das aber auch, also als ich in diesem Eisding war. Mit wem war ich denn in dem Eisding? Taro? Ja. Mit diesem Eisboss? Da hatte ich doch eigentlich auch alles, oder? Ja, mit dem Schnäuzer, ja, hast du alles gemacht. Du hast gesagt, dass... Da waren 2 Sterne. ...zum Crashen gebracht. Stimmt. Vielleicht war das Problem, nein. Ich kann mich dann auch noch sehr gut erinnern, ich war nicht mal dabei. Ja. Okay, aber da hatte ich beide Sterne. Oh Gott. 18, 19, Secret Under the Moat, you'll find a drain of water. Aber das hatte ich, oder? Hatte ich das? Ich denke, ja. Ich denke, die roten Münzensachen, die hatte ich alle. Oder? Das Let's Play wird jetzt erstmal schon Let's Read. Also, das wäre... Ah, hier komme ich ja gar nicht hin ohne Wario. Du bist ja schon fast wie Mark, vergiss Wörter und hängst sie nachher an. Man muss aber dazu sagen, Mark macht das immer sehr professionell, man merkt ihm gar nicht an, dass er was anderes gelesen hat. Außer man hat den Text vor. Wenn du die Rutschbahn unter einer Minute schaffst? Ja. Die Rutschbahn haben wir da also beide Sterne schon. Und das war, glaube ich, unter 22 Sekunden oder unter 21. Ja, das war echt irgendwas mit 20 tatsächlich. Hast du garantiert gedingstellt? Shortcutet, hä? Das ging in einem Rutsch. Haha. Aber ich meine, das Teil da, das hatte ich doch auch schon. Oh Gott. Das, was ich jetzt nochmal versuche. Und da hatte ich, da weiß ich auch, da hatte ich danach noch den anderen Stern gemacht.
Mag ich. Klasse Typ. Ja, für manche ist aber zu klasse, die wollen dann bestimmte Sachen von ihm und ja. Was? Was denn zum Beispiel? Ein Hasen? Ich weiß nicht, ob ich das äußern darf. Kommt drauf an. Oder war, hab ich da Schluss gemacht? Ja, ich glaub, da hat sich auf jeden Fall mal Feierabend gemacht, als ich noch dabei war, ja. Okay, ja, dann weiß ich schon. Dann war ja, das es da. Es ging um den ersten Paar mit bestimmten Bildchen. Ja, genau. Nee, aber ja, ich glaube, den hatte ich noch nicht, den Stern mit den Münzen, oder? Welchen? Nee, den hattest du nicht. Den hatte ich abgebrochen. Gemacht, weil du unbedingt noch einkaufen gehen wolltest. Obwohl alle gesagt haben, noch in den Späti. Oh. Ich will nicht in den Späti. Ja, eben. Oh Mann. Jetzt also. Ich hab den Schub vor den Augen.